Oppositionsfraktionen haben dagegen gestimmt. Also haben wir jetzt den Lockdown für die Ungeimpften, das ist jetzt fix? Das ist jetzt fix, ja. Wie ist da die Stellung jetzt der SPÖ? Sind Sie enttäuscht? Hätten Sie sich mehr erhofft? Na, wie gesagt, wir halten die Verordnung für schlecht. Sie wird nicht zu überprüfen sein, sie wird schwer durchzusetzen sein und sie ist wahrscheinlich verfassungswidrig und so etwas wollten wir nicht beschließen. Noch eine Frage, die Verhandlungen waren ja jetzt sehr lange. Es hat ja ursprünglich geheißen, es dauert vielleicht nur eine halbe Stunde, jetzt waren es über 2 Stunden. Warum hat man so lange debattiert? Ja, es hat viele Gründe gegeben zu diskutieren und ich denke, es ist ausgiebig diskutiert worden, das ist gut so.